Wir schauen einen neuen Wochenrückblick von motorradonline.de, eine Melange des guten Geschmacks, und schon geht's los. Und wir starten mit einem großen Roller für kleines Geld von der spanischen Marke mit 330 Kubik mit 27 PS treffen im 330 GTS, so heißt das Ding, auf vergleichsweise günstige 4.000 bis 5.000 Euro. Dazu eine interessante Ausstattung mit ABS und allerlei Funktionen. Nach Deutschland kommt die mit auch, allerdings nur in der Kiste zur Selbstmontage, quasi IKEA auf zwei Rädern. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, mit was BMW sein Portfolio noch aufstocken könnte, und sind bzw. glauben an eine neue Mittelklasse um die 500 Kubik. Das stünde den Bajuwaren aus Berlin gut zu Gesicht, und wir haben uns mit Designer Kali zusammengetan und diese Gedanken auf Papier gebannt. Und wenn wir der Namensgebung von BMW folgen, müsste jetzt das H kommen in dieser Baureihe. BMW H500. Naja. Apropos Motor, die Harley-Davidson Panamerica 1250S ist ja seit einiger Zeit bei uns im Dauertest. Und da habe ich mir als Pate mal gedacht, schreibt doch mal auf, wie der neue Twin mit 1250 Kubik, 150 PS und 125 Newtonmeter sich im Alltag, beim Pendeln und auf der Feierabendtour so fährt. Unten lesen. Harley wollte die Panamerica ja ins Segment, in dieses Haifischbecken der Reise-Enduros werfen. Hat sie es auch gemacht? Also die Panamerica, ist sie eine Reise-Enduro, wie du sie gerne führst oder fährst? Da würde ich einfach mal sagen, Reise ja, Enduro ist fraglich. Enduro ist ein bisschen schwer dafür, aber was die Reise angeht, kann ich sagen, dass sie funktioniert. Sie ist eine Reisemaschine. Für mich auch eher als gestrecktes Motorrad eher eine Reisemaschine im klassischen Sinn und dadurch weniger Enduro. Wie hat der sich auf der Reise geschlagen? Was kann er, was kann er nicht? Was ist dir aufgefallen? Also ein toller Motor, das muss man sagen. Ist für Harley auf jeden Fall ein ganz neuer Weg und ein sehr sportlicher Motor. Kommt gut von unten raus, ist auch dabei noch drehfreudig. Also am Motor gibt es nichts zu bemängeln. Ich finde, das ist ein sehr schöner Motor. Ich bin auch ein Zweizylinder-Fan, gebe ich zu. Und hat mir Spaß gemacht, der Motor, auf jeden Fall. Aber, weil es klingt so ein bisschen, dass da ein Aber käme. Ja, also sagen wir mal so, wenn man Harley gewohnt ist, ist man natürlich auch ein bisschen anderen Sound gewohnt, vielleicht ein bisschen mehr Druck von unten, nicht so viel in die Drehzahl, dass man viel drehen muss. Wenn man sie ganz, ganz untertourig fahren möchte, kommt man unter 3000 eigentlich nicht raus. Also du musst den Motor mit 3000 Umdrehungen füttern, sonst ist er nicht zufrieden und wird ein bisschen zickig. Das ist mir aufgefallen, wo ich da natürlich vom Ansatz Harley mehr erwarte, mehr nach unten, dass man ab 2000 druckfrei fahren kann. Kann man auch, sie ruckelt nicht, aber sie will nicht, das merkt man. Ja, dafür dreht sie halt auch ein bisschen höher als die Chopparesken Langhubschläge. Auf Reisen, Reichweite und Verbrauch. Reichweite ist sehr, sehr gut. Sie kommt weit über 400. Ich habe 450 ausprobiert. Bin dann aber auch mit dem letzten Tropfen angekommen. Also reingehustet? Ja, also ich habe, glaube ich, 21,15 habe ich getankt. Mhm. Und angeblich hat sie ja 21,2 Liter, glaube ich, Tankvolumen. Also war noch ein bisschen was in der Benzinpumpe drin. Also die Schläuche war noch nass. Also sie hat, auch die Restreichweite dann verweigert. Es ist ja mal so, dass du dann irgendwann sagst, okay, das ist ja interessant, ob du jetzt wirklich bei null rauskommst. Mhm. Blöd ohne Tankreserve, aber da war es dann so, dass sie dann bei 25 ausgestiegen ist und gesagt hat, ja, jetzt sieh selber zu, wie du klarkommst. Aber waren diese 25, die waren realistisch? Oder bist du dann jetzt 25 angezeigt, dann auf null und du bist noch 100 Kilometer gefahren? Oder war, nee, da war die Tankstelle dann gleich nach einem Kilometer erreicht. Also als es ausgestiegen ist, war ich Gott sei Dank auch an der Tankstelle, weil dann natürlich die Verantwortung ganz allein bei dir liegt. Aber was ich immer mache, wenn ich fahre, ich gucke immer so, wenn die 50 anzeigt, addiere ich das auf meinen Kilometerstand, auf meinen Gesamtkilometerstand hoch und weiß dann ungefähr, wo es aufhört. Okay. Ja. Komfortables Tourenmotorrad mit großer Reichweite. Das haben wir schon gesagt. Guter Motor. Wenn ich dich jetzt nach zwei Dingen frage, wo die Panamerica deiner Meinung nach so richtig in den Sack packt. Sack packt positiv? Nee, also schlecht in den Sack packt. Dir in den Sack tritt. Achso, okay. Okay. Ja, also das eine ist auf jeden Fall die Ride Height Adaption, die mir als kleiner Mensch eigentlich erstmal vorkommt, als wäre es ein Vorteil. Eigentlich ja, ne? Mir dann aber als Nachteil aufgefallen ist, weil ich die Problematik habe,
Ich benutze sie entweder, bevor ich aufsteige, dann kommt das Ganze ein bisschen runter, ist bequem aufzusteigen, auch bequem in die Vertikale zu bringen. Aber dann kriege ich den Ständer oft nicht weg, je nach Parkposition. Mhm, weil du schon so hoch sitzt? Ja, weil du dann niedrig bist und der Ständer dann eigentlich in Relation zu lang ist für die Sitzhöhe. Verstehe. Ja. Weil das Ganze kommt ja runter, kommt ja nicht nur der Sitz runter, kommt ja das ganze Fahrwerk runter. Wir erklären es kurz. Ride Height hat Harley-Davidson in dieses System eingebaut. Das ist ein semi-aktives, Verstellung der Fahrhöhe. Und das soll im Prinzip ja, wie du sagst, eigentlich kurzbeinigen Menschen helfen beim Auf- und Absteigen und beim Rangieren, weil das ganze Fahrzeug in Richtung Boden abgesenkt wird. Okay. Genau, und dadurch, dass du das nicht manuell im Griff hast, also sagen wir mal, du steckst es an, in dem Moment steigt es auf oder runter, je nachdem. Mhm. Also du kannst es nicht manuell so beeinflussen, dass es in dem Moment passiert, wo du es haben möchtest. Und dann ist es mir passiert, dass ich im Stand umgefallen bin, natürlich ohne Seitenständer draußen, aber umgefallen bin, weil auf einmal das Ganze ein bisschen höher ging. Als du schon standest? Als ich stand. Okay. Ja, und ich war mit anderen Sachen konzentriert, Routenführung, Streckenfindung, und in dem Moment hat sie sich angelupft und dann bin ich mit dem Fuß ausgerutscht. Und das, dann habe ich sie sanft abgelegt. Aber natürlich nicht so gut. Das ist eben das. Ich habe auch versucht, es im Menü auszuschalten. Also selbst als kleiner Mensch wollte ich es nicht haben. Ich habe gesagt, nee, lieber nicht. Ich kann es nicht beeinflussen. Es macht es dann, wann der Software-Ingenieur das dafür vorgesehen hatte und nicht, wann ich es brauche. Und deswegen wollte ich es ausschalten und es ist mir nicht gelungen. Ich habe es nicht gefunden, wo man es deaktivieren kann. Also da vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf für die nächsten Generationen. Apropos fahren, wisst ihr überhaupt, wie und wann genau Tempolimits enden? Um ehrlich zu sein, hatte ich auch einige Sachen falsch in Erinnerung, beziehungsweise vielleicht auch schon immer falsch verstanden und war der Meinung, dass zum Beispiel auf Autobahnen nach Auffahrten das Tempolimit aufgehoben ist. Ist es aber nicht. Wann und wie genau Tempolimits enden, steht unten im Artikel. Und für alle, die gerne putzen, säubern, wienern und reinigen, haben wir einige, klingt ein bisschen cheesy, aber Hochdruckreiniger mit Akkus getestet. Die drücken dann schon mal 110 Bar raus, kosten dann aber auch gute 400 Euro zum Teil. Und einer davon braucht nicht mal einen Wasseranschluss. Frohes Putzen. Und das war er auch schon wieder, der Wochenrückblick von motorradonline.de. Und immer dran denken, wer eine Kurve zur Geraden macht, macht seinen Partner zum Single. In diesem Sinne, au revoir, ein schönes Wochenende.